Mutterstadt Season 2. Heute sind wir in Berlin für Reiche. Heute sind wir in Zürich. Ich laufe mit dem Loi durch die Straße von Zürich nach Seien. Das ist Mutterstadt. Wir sind immer auf der Suche nach der geilsten Stadt der Schweiz. Wir bewerten das Ganze anhand von drei Kriterien. Herz, Hirn, Bauch, Herz. Machen wir mehr etwas Geiles in dieser Stadt, die man hoffentlich nur hier machen kann. Hirn, wir testen das Wissen mit einem kleinen Quiz. Bauch, feed me, make it nice. Es ist mir sehr, sehr wichtig. Die Stadt, die am Schluss gewinnt, bekommt eine nice Party auf SRF Virus, seine Kosten. Und wenn du findest, deine Stadt hat verdient zu gewinnen, dann share die Folge. Pro Sherbo der Macht gibt es einen Punkt dazu. Was ich jetzt noch brauche, ist ein doper Mensch, um mir die geile Stadt hier zu zeigen. Let's go. Hallo, ich bin Valerie, ich zeige euch heute Zürich. Zürich ist die beste Stadt der Schweiz, weil da kannst du sein, was du willst. Total anständig, aber auch total crazy. Wenn nicht die Eimer bin, bin ich auf der Durchreis. Bin auf dem Land, bin in der Stadt und im Umkreis. Danke, Vali, dass du den Tag der Zeit nimmst, mir in Zürich zu zeigen. Willkommen in dieser wunderschönen Stadt. Erzähl den Leuten, wer bist, was machst du? Ich bin Make-up-Artist und sobald es untergeht, bin ich im Hive hinter der Bar. Es gibt wahrscheinlich so viele Interpretationen, wieso Zürich geil ist, wie es Einwohner und Einwohnerinnen in Zürich gibt. Was ist deine? Ich finde Zürich grossartig, weil egal wer du bist, egal was du willst, egal was dir gefällt, du findest einen Platz da. Du kannst nachhaltig leben, du kannst im totalen Luxus leben. Wir haben eine mega coole Ausgangs-Underground-Culture. Ja, du kannst aber auch einfach den ganzen Tag irgendwo peaceful Yoga machen. Ich bin dementsprechend sehr fucking gespannt, was du heute mit mir vorhast. Was machen wir? Yes, also wir machen Action Painting. Wir haben eine riesengroße Leinwand, wir haben laute Musik und wir können einfach auf die Leinwand losgehen. Es verwirrt mich, ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt geil. Let's go. Mein Name ist Sarah Podletschikow, ich bin Künstlerin und Bewegungspädagogin und ich freue mich heute mit dem Pablo und mit der Valerie ein Action Painting durchzuführen. Wie du siehst, haben wir unsere Breaking Bad Outfits montiert. Valerie, ich glaube, wir sind nicht da zum Meth kochen. Es sieht wild aus und es wird wild. Let's be wild. Was ist für Arsch von ihr? Alles, was du brauchst, gebe ich dir. Ornithologen träumen jeden Tag von Vögeln. Ein Sexist wie du, der träumt doch jeden Tag vom Vögeln. Und du sagst zu mir, komm, komm, wir drehen Sex-Szenen, wie es in deinem Text steht. Ich bin zwar nicht 16, ich bin Mitte. Ich bin fucking Schau das mal an, wir haben Kunst gemacht, nicht? Absolut, wir haben alles drin gepackt. Es ist farbig, es ist lebendig, es hat ein bisschen düstere Touch. Es ist wie Zürich. Es sind Emotionen und ich habe nicht gedacht, dass meine rauskommen. Ich war so ein bisschen verkopft und so, ja, bin ich, kann ich das jetzt echt gut. Ich habe Wut entwickelt, schöne Gefühle, Liebe. Ich wollte es kaputt machen, jetzt bin ich sehr stolz drauf. Geil. Nach der Kunst sollst du essen, das sollst du nie vergessen. Der Sommer ist alles, der Sommer ist alles. Also ich habe persönliche Erinnerungen an Stüssihof. Und zwar war das mit 12 meine erste konsumierte Porn. Nicht etwa die Filme, die hier laufen, sondern die Werbung dafür, schwarz-weiß in der Zeitung, bevor es Pornografie im Internet hatte. Aber ich glaube, um das geht es jetzt gerade nicht, oder? Ja, nicht mehr. Früher haben wir da mit anderen Würstchen gespielt. Und zwar gibt es meiner Meinung nach die besten Hotdogs in der Stadt. Es ist nicht einfach nur Brot, ein bisschen Senf und Ketchup und ein bisschen trockene vegane Wurst, sondern es gibt wirklich geile Zutaten. Du kannst hier mit so einem Zettel alles selber auswählen. Heute wähle ich für dich aus. So, können wir aufhören reden und bitte essen. Danke vielmals. Let's go, let's eat, I'm hungry. Bye, bye, ciao, gang weg. Mein Dach ist der Himmel von Zürich und Bellevue mein Bett, wo nicht gut. Jetzt kommt der Gäste auf den Tag. Wenn ich vor Speichelproduktion in meinem Mund nicht reden kann, weil ich so Hunger habe, wir machen es jetzt gleich. Was haben wir hier genau? Also, wir haben hier zwei Hotdogs. Deine ist mit Jackfruit, Röstzwiebeln, Gürkli, Guacamole, Tomaten. Ich habe ein veganes Würstchen, vegane Mayonnaise, Ketchup, auch noch ein bisschen Gürkli, Tomaten. Und es kommt noch ein dritter. Und ich glaube, dann sind wir satt. Ich bezweifle, dass wir dann satt sind. Vielleicht müssen wir auch einen vierten und einen fünften essen, aber wir essen jetzt noch was. Let's go. Wie wichtig sind Condiments? Condiments sind alles bei einem Hotdog. Condiments sind wichtiger als der Content. Wir haben zum einen die vegane Wurst, zum anderen das Jackfruit. Jackfruit schmeckt nicht mega nach sehr viel, aber es war sehr gewürzt mit einer sehr exzellenten Barbecue-ähnlichen Soße. Von dem her geil. Auch die Essbarkeit musst du berücksichtigen. Du musst das in dein Maul reinwürgen, ohne dass du sehr verschissen ausgesehen. Du darfst ein bisschen verschissen dabei aussehen und die Qualitäten sind definitiv erfüllt worden, in dem Fall mit diesen beiden Hotdogs. Die vegane Wurst
Verhältnis Wurst zu Aussendings. Ich hätte jetzt ein Jackfruit ein bisschen den Lead gegeben an dieser Stelle. Aber grundsätzlich, Gang weg, ich wollte weiter essen. Danke vielmals für den Tag in Zürich heute. Es war mir eine wahre Freude, Pablo. Ich habe ein paar Punkte zum Verteilen für die beiden Aktivitäten. Ich habe das Gefühl, ich werde dich einmal hässig und einmal glücklich machen. Ich gehe rein mit dem, der dich hässig macht. Ich gebe für die veganen Hotdogs 6 von 10 Punkten. Wow! Komm, lauf, Valerie, komm! Komm. Fürs Malen 10 von 10 Punkte. Willst du wissen, wieso? Ich habe das noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Es hat mir da innen Freude bereitet. Ich habe etwas gespürt und wir haben ein geiles Bild gemacht. Wir haben ein super geiles Bild gemacht. Das gibt dir ein Total von 15 Punkten. 16. 16 Punkte, 16 Punkte. Du kannst jetzt mehr Punkte zuholen. Mit den Punkten, die du im Quiz holst, kannst du den ganzen Shit multiplizieren. Bist du ready? Nein, aber wir machen es trotzdem. What she said. Lang. La Langstrasse, La Langstrasse, La Lang. Wir sind in der Ole Ole Bar. Das ist etwa eine meiner Stammbars. Wir machen jetzt ein Quiz. Du hast 16 Punkte bis jetzt holen. Du kannst die multiplizieren mit jedem Punkt, den du holst in diesem kleinen Quiz. Du hast 30 Sekunden der Zeit. Wenn die Antwort nicht weißt, sagst du einfach weiter. Okay, okay, okay. Bist du ready? Nein. Okay, wir gehen gleich in 3, 2, 1. Nachbarskanton vom Kanton Zürich. St. Gallen. Wie heisst Limmat rückwärts? T-A-M-M-I-L. Harry Potter sein Rektor. Dumbledore. Stopp. Ja! Hi, ich hasse es! Ich schwöre, ich hasse es, wenn die Leute Harry Potter Fragen nicht richtig beantworten. Okay, wir machen weiter in 3, 2, 1. Welche Farbe haben deine Socken? Hellblau glitzerig. Welches ist die beste Stadt der Schweiz? Zürich. Buchstabier Karussell. K-A-R-R-U-S-S-E-L-L. Welche Farbe ist nicht im Wappen von Zürich? Rot. Welche Zeit ist es jetzt? Zeit, um einen Shot zu trinken. 3 mal 15 minus 5. 40. Oh, fuck. Valerie, du hast dich richtig gut geschlagen. 8 Punkte im Quiz, nur eine Antwort fällt. Big up. Dann 16 Punkte vorher. Könntest du das Kopf rechnen? 8 mal 16? Ach. Ich habe es sonst vorher ausgerechnet. Es gibt 128 fucking Punkte. Big up an das. Wenn du findest, Zürich hat verdient mehr Punkte zu haben und dann vielleicht am Ende von der Season Gewinner statt zu werden, auf Kosten von SRF Virus eine IC Party zu machen, dann share die Folge, weil pro Share, die du machst, gibt es einen Punkt dazu. Das war es von mir. Ich habe jetzt meine Fresse wie gehabt, weil die letzten 15 Sekunden gehören dir. Hey Zürich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe einen wunderschönen Tag mit dem Pablo gefunden. Ich hoffe, ihr habt es auch so lässig gefunden. Und hey, jetzt geht es einfach los. Wir müssen alles mit uns auf Facebook teilen, so viel und so oft, wie es nur geht. Und ich möchte gerne das SRF challengen, ob sie sich wirklich helfen.